Um 1000 nach Christus lebte Graf Babo. Der Legende nach hatte der Stammvater der Babonen insgesamt 40 Kinder mit zwei Frauen, davon alleine 32 Söhne. Dieses Tafelgemälde, welches um 1500 entstand und eine Breite von nahezu 3 Meter aufweist, stammt ursprünglich aus dem Besitz der Herren von Abensberg. Es ist quasi eine Art Familienbild mit Babo, seiner Frau und den 32 Söhnen.